Guten Tag, Herr Dobbert. Einen schönen guten Tag, Herr Wittmann. Sie stammen aus Wismar und waren Stipendiat des internationalen Journalistenprogramms IJP in Odessa und Kiew. Sie haben in Vaasa, Finnland, in Lübeck und Berlin studiert und Abschlüsse als Diplom-Betriebswirt BA und Master of European Studies MES. Seit 2007 sind Sie Autor und Redakteur für Zeit Online und für die Zeit tätig. Sie wurden mit dem Deutschen Reporterpreis 2017 ausgezeichnet. Mit der Dauer des Krieges in der Ukraine steigen auch die Zahl der Veröffentlichungen. Ihr Buch Ukraine verstehen fällt durch die Präzision der Darstellung auf. Wie kamen Sie auf die Idee, dieses Buch in dieser Form zu verfassen? Ui, erstmal danke für die Blumen. Das hätte es gar nicht gebraucht. Es war im vergangenen Winter. Also ich hatte nach der Euromaidan-Revolution, die ich in Kiew erlebt habe und in anderen Teilen der Ukraine schon mal ein Buch veröffentlicht über diese Revolution. Und das war natürlich eher ein Ausschnitt der Geschichte dieses doch sehr interessanten Landes. Und als im vergangenen Winter der Klett-Cotta Verlag auf die Idee kam, so ein Buch zu machen, also ein Buch, was sich mit der ganz aktuellen und ja tragischen, schlimmen Geschichte befasst, also mit dem Krieg, aber auch mit den Gründen und Ursprüngen dieses Volkes. Da war ich von dieser Idee eigentlich sehr, sehr schnell begeistert, weil ich glaube, man kann die Gegenwart oft nur durch die Augen der Vergangenheit verstehen. Und wenn man das aktuelle Handeln der Ukrainerinnen und Ukrainer verstehen möchte, glaube ich, ist es wichtig, dass man weiß, wo die Ursprünge dieses Volkes sind, was auch schon vor vielen, vielen Jahrhunderten die Vorfahren dort durchgemacht haben. Weil ich glaube, dass das in der DNA der Ukrainer, vielen Ukrainerinnen und Ukrainern heute liegt und sie sich auch im aktuellen Freiheitskampf auf Sachen beziehen, die in der Vergangenheit liegen. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, wie kam es zur Unabhängigkeitserklärung der Ukrainischen Volksrepublik am 24. August 1991, nachdem in einem Referendum 90% der Bürger dafür gestimmt hatten, werden Sie mich wahrscheinlich daran erinnern, dass man auch in mittelalterlicher Geschichte ein wenig bewandert sein muss, um die Ukraine von heute zu verstehen. Wieso oder warum ist das so? Ja, Ihre Vermutung stimmt zum Teil. Also ich glaube, das, was wir 90, 91 erlebt haben, wirklich dieser epochale Zusammenbruch der Sowjetunion. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch zum Verständnis der heutigen Geschehnisse. Die Sowjetunion ist ja relativ friedlich zusammengebrochen, also ein Imperium. Und die Ukraine war ein ganz, ganz wichtiger Teil dieses Imperiums. Und sie hat schon, und jetzt komme ich zu Ihrer Frage, eigentlich in vielen Jahrhunderten zuvor nach Unabhängigkeit gestrebt. Und tatsächlich sind die Ursprünge, würde ich sagen, im Mittelalter zu finden, im Zeitalter der Kiewer Rus. Das war damals ein relativ moderner Staat, ein Zusammenschluss von verschiedenen Fürstentümern und das Zentrum war halt Kiew. Und das ist gerade jetzt von Bedeutung und war auch 91 von Bedeutung, weil es russische oder russländische Historiker, aber vor allem auch imperialistische Politiker, zu denen man ganz eindeutig heute auch Wladimir Putin zählen muss, gibt, die behaupten, diese Kiewer Rus sei der alleinige Ursprung des russländischen Reiches. Und da wird es halt sehr interessant. Ich habe da ein ganzes Kapitel in meinem Buch dieser Thematik gewidmet, bin auf Quellensuche gegangen. Und ich glaube, wenn man Dinge vom Ende her denkt, muss man auch auf den Anfang gucken. Und bei den Ukrainern ist es in der Volkserzählung so, dass sie in diesem Kiewer Reich der Kiewer Rus, also da gab es schon die Symbolik zum Beispiel, die heute auf den Geldscheinen, den Grivnaschein ist. Da sind wesentliche Orte, zum Beispiel die Universität, Michal-Universität in Kiew, benannt worden. Also ich glaube, damals sind die Grundsteine gelegt worden für die Nationsbildung der Ukrainerinnen und Ukrainer. Und damit haben wir den Zuhörern den Plan Ihres Buches vorgestellt. Erster Rückgriff auf das Mittelalter und dann die heutigen Merkmale der ukrainischen Nation schöpft sich aus diesem Verhältnis. Daraus entsteht dieser Durchhaltewillen der Ukrainer. Ist das im Normalen, in der Diskussion in der Ukraine, werden diese Rückgriffe auf die Geschichte dort auch irgendwie thematisiert im Augenblick?
Ja, schon. Aber natürlich denkt man jetzt nicht ans Mittelalter, wenn eine Rakete oder eine Drohne Klar. über einem einbricht, ja, oder wenn Söldner im Auftrag des Putins oder der Wagner-Gruppe in einem Häuserkampf die Straßen einnehmen oder wenn man flüchtet. Da geht es, glaube ich, erstmal darum, dass man überleben möchte und dass man sich vor dieser Ungerechtigkeit schützen möchte. Trotz dessen war ich zum Beispiel sehr als Reporter sehr überrascht. Ich habe vorhin kurz die Euromaidan-Revolution angesprochen. Das heißt, der Volksaufstand, der Ende 2013 im Winter in Kiew begann und sich dann bis zum Februar 2014 entwickelte und der auch, was heute oft vergessen wird, den Beginn dieses schlimmen Krieges markiert. Während dieser Revolution, als die Leute sich gegen das immer autoritär agierende Regime Janukowitsch gewehrt haben und für freiheitliche Werte eingestanden sind, haben sie sich zum Beispiel auf dem Kiewer Maidan so ähnlich organisiert wie ihre Vorfahren in der Kosakenzeit. Also das war so ein zweiter, ich würde sagen, wichtiger Ausgangspunkt der heutigen ukrainischen Nation, dass die Kosaken, die in der Gegend der Kiewer Rus gesiedelt haben, sich zum Beispiel ja, demokratisch organisiert haben. Also sie konnten ihren Anführer, den Hetman, abwählen, was für die damalige Zeit wirklich also im demokratischen Sinne sehr progressiv war. Und nach ähnlicher Struktur haben sich die Leute auf diesem Euromaidan organisiert. Also sie haben aus jeder Region des Landes kamen Menschen, sie haben sich selbst organisiert und sie haben dann auch ihre Sprecher gewählt. Und dort war der Rückgriff auf diese Historie sehr präsent. Also sie haben bestimmte Symboliken, also die typische Kosakenfrisur sehen wir auch heute. Viele, viele Soldaten und viele Freiheitskämpfer in der Ukraine besinnen sich auf diese Zeit, auf diese historische Zeit. Und ich glaube, es gibt da schon eine Verbindung. Und es hilft vielleicht, wenn man darum weiß. Manche Zuhörer mögen ja lächeln über meine Frage, als Sie am Anfang fragten nach Mittelalter und Sie mit Raketen antworteten. Aber Ihre Antwort zeigt ja, wie wichtig es ist, Ihr Buch zu lesen. Auf der Buchrückseite U4 steht die Frage: Warum haben wir so lange den Freiheitskampf der Ukraine nicht verstanden? Das ist keineswegs eine rhetorische Frage, weil das Verständnis und die Antwort auf diese Frage erklärt, wieso die europäische Nachkriegsordnung auf dem Spiel steht, wenn das größte in Europa liegende Land in einen Krieg hineingezogen wird. Können Sie dieses Gefahrenpotenzial, das dahinter steckt, ein wenig präzisieren, bitte? Na, ich glaube, dass wir mit Beginn dieses Krieges 2014 eigentlich gesehen haben, wie wenig wir, vor allem in Deutschland, aber auch in anderen westeuropäischen Staaten, über die Ukraine Bescheid wissen. Bereits damals, als die Krim annektiert wurde, war es so, oder im Gegensatz zu heute war es so, dass wir noch viel weniger verstanden haben. Damals haben selbst die Geheimdienste, die britischen, die amerikanischen, die NATO, waren völlig überrascht, dass auf einmal russische Truppen, die getarnt waren, die Krim besetzt haben und es geschafft haben, ohne große also ohne irgendeinen Widerstand von den Schutzmächten der Ukraine, Teile dieses Landes zu besetzen. Und das war der Beginn dieses wirklich schlimmen Krieges. Und seitdem, ich war seitdem sehr, sehr oft in der Ukraine und auch im baltischen Staaten zumindest, wo das besser verstanden wurde, haben wir es, glaube ich, nicht geschafft, vor allem in der deutschen Öffentlichkeit, diese Gefahr zu thematisieren. Also wir haben beispielsweise in Deutschland, mitten im Tiergarten in Berlin, gab es Auftragsmorde an Gegnern des Putin-Regimes. Und ich glaube, die deutsche Öffentlichkeit, die politische Klasse, auch die wissenschaftliche Klasse hat es nicht ausreichend geschafft, die ukrainische Geschichte zu lesen, damit verbunden auch den imperialistischen Anspruch Putins, der die Ukraine fast wie eine Kolonie behandeln möchte, so ähnlich wie Hitler das im Zweiten Weltkrieg getan hat. Und die Gründe dafür sind, glaube ich, sehr vielfältig. Zum einen ist es so, dass in der deutschen Öffentlichkeit leider Russland oft mit
Sowjetunion gleichgesetzt wurde. Vieler, das Russländische Reich, dann unter Putin, quasi wie ein Nachfolger. Und die Ukraine wurde einfach vergessen. Dass die Ukraine wirklich entscheidend war für die Sowjetunion, wirklich sehr, sehr entscheidend, das ist, glaube ich, hier nicht so richtig klar geworden. Und vielleicht noch ein letzter Teil, eine Antwortmöglichkeit, weil ich in verschiedenen Redaktionen auch gearbeitet habe und Medienbetrieb ein bisschen besser kenne von innen. Beispielsweise war es so, dass in den 90er Jahren viele große Medien immer Korrespondenten hatten in Moskau. Dann gab es einige, die das noch in Warschau hatten. Aber zum Beispiel Kiew, die Hauptstadt der Ukraine, ein Schlüsselort der europäischen Geschichte, war nicht besetzt. So, und dadurch erklärt sich, dass in unseren Nachrichtensendungen, in Talkshows, in den Zeitungen einfach die Ukraine ja vielleicht etwas unterrepräsentiert war und das Verständnis nicht richtig ausgeprägt war. Wie ist es denn mit dem Minsker Abkommen? Waren die Spaltmakulatur? Wie bitte? Die Minsker Abkommen, dieses Normandie-Format zwischen Ja. Frankreich, Deutschland, Minsk und Und Russland, Polen. waren die bald Makulatur? Also die waren der Versuch. Also ich habe das damals als Reporter mit darüber berichtet. Und ich werde nie vergessen, vielleicht erinnern Sie sich auch noch an diese Bilder, als Putin, Merkel, ich glaube, es war Hollande, die Hollande. französische Seite und der polnische Vertreter, wirklich nächtelang, also nächtelang durchverhandelt haben, um halt so etwas wie eine Waffenstillstandsvereinbarung zu erzielen. Dazu muss man aus meiner Sicht sagen, so argumentiert Angela Merkel ja auch heute, dass sie sagt, dass diese Minsker Vereinbarungen die Ukraine vor einem landesweiten Überfall geschützt haben. Weil, und ich erinnere mich genau, ich war damals in Kiew und selbst die Mitarbeiter der britischen Behörden wurden damals evakuiert, weil schon 2014 die Angst herrschte, dass Russland den Angriff ausweitet und versucht, Kiew einzunehmen. Also kann man einerseits argumentieren, durch die Minsker Verhandlungen, die explizit durch deutsche und polnische Vermittlungen und französische entstanden sind, hat die Ukraine Zeit gewonnen. So argumentiert Merkel und behauptet damit, was natürlich nicht bewiesen ist, dass, wenn es das damals nicht gegeben hätte, hätte Putin und das russische Imperium schon damals große Teile der Ukraine eingenommen. Andererseits muss man wirklich sagen, dass man, und ich glaube, das ist rückwirkend sehr, sehr wichtig, dass sowohl die Europäische Union mit ihren Mitgliedsländern, Deutschland, Frankreich, Polen, aber auch die USA und vor allem Großbritannien, weil Großbritannien, die USA und Frankreich haben im Budapester Memorandum eigentlich dafür gebürgt. 1994 wurde das unterzeichnet. Die Ukraine hat eingewilligt, ihre Atomwaffen freiwillig abzugeben. Entschuldigung, Russland habe ich vergessen. Russland hat eigentlich dieses Abkommen mit unterzeichnet. Eigentlich, nicht Und eigentlich hat das unterzeichnet. ja, genau. Ich sage eigentlich, weil es sich daran halt überhaupt nicht gehalten hat. Genau. Und zumindest Großbritannien, die USA wären in der Pflicht gewesen, als 2014 dieser Angriff kam aus Russland, die Ukraine sofort und entschieden beizustehen. Und das ist ausgeblieben. Stattdessen gab es halt diese Minsker Verhandlungen. Ich würde sagen, der Wille war der richtige von Seiten Merkels, Frankreichs und Polens. Nur man könnte auch argumentieren, eben Russland hat diese Zeit genutzt, dieser Verhandlungen und der Jahre danach, um weiter aufzurüsten und halt wirklich diese umfängliche Invasion zu planen und wie wir jetzt ja leider wissen, im Jahr 2022 dann auch durchzuführen. Die ukrainische Geschichte ist die von vernichtenden Niederlagen und immer wieder gelungenem Aufbau. Die Zerstörung des Kosakenstaates, der Holodomor, die Tötung durch Hunger in den 1930er Jahren, die blutige Revolution, der Konflikt in die Donbass-Region, die Annexion der Krim und dann der erneute Angriffskrieg Russlands. Man sagt, Putin habe sich in der Stärke seiner Armee verschätzt. Oder was weiß er eigentlich von der Ukraine oder was glaubt er von ihr zu wissen? Oder was sagt er eigentlich von ihr? Also wir wissen inzwischen, entschuldigen Sie mir die etwas saloppe Formulierung, dass Putin irre ist. Er hat ein gewisses Stadion erreicht,
wo er sich, glaube ich, von der Realität abgelöst hat. Das kann man in der Geschichte bei verschiedenen Diktatoren beobachten. Und ein Grund davon ist, glaube ich, dass er eine Machtvertikale errichtet hat in Russland, die davon gekennzeichnet ist, dass Kritik nicht erlaubt ist. Die Meinungsfreiheit wird eingeschränkt, die Pressefreiheit wird eingeschränkt. Er hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr als der große, starke Führer geriert. Und in so einem System kommt es dann auch vor, und das ist in diesem Fall der Fall gewesen, dass seine ihm zuarbeitenden Menschen nicht mehr die Wahrheit sagen, sondern das sagen, was er hören will. Und ich glaube, er wollte hören, aufbauend auf seiner historischen Lüge, dass die Kiewer Rus zum Beispiel der einzige Ursprung Russlands ist, was nicht stimmt, und dass es einen historischen Anspruch Russlands auf Gebiete in der Ukraine gibt, was auch nicht stimmt, sondern imperialistisches, vorhistorisches Gerede ist. Aufbauend darauf haben ihm, glaube ich, seine Mitarbeiter nicht die ganze Wahrheit darüber mitgeteilt, oder vielleicht wussten sie es auch nicht, wie gut die Ukraine eigentlich innerlich gefestigt ist. Dass es nicht so ist, wenn russische Soldaten dort einmarschieren, dass die Leute auf die Straße gehen und klatschen und Blumen schenken, sondern dass sie sich verteidigen wollen und dass sie das auch bis zum Letzten machen. Und das ist so, ich habe im Buch, glaube ich, zwei Kapitel über diese, wie ich selbst erlebt habe, diesen unglaublichen Willen und vor allem diesen Mut. Also ich glaube, Freiheit wird immer auch aus Mut gemacht. Und die Ukrainer haben 2014 bei dieser Revolution, die wirklich auf der Kippe stand, bewiesen, dass sie es ernst meinen und dass sie den Mut haben, auf der Straße wirklich ihre Freiheit zu verteidigen. Und das setzt sich jetzt halt fort in diesem Krieg. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, den Putin nicht sehen wollte. Vielleicht konnte er ihn auch nicht sehen, weil ihm falsche Informationen zugetragen wurden. Und jetzt hat er sich meiner Meinung nach verkalkuliert und verrannt. Ihr Buch beginnt mit Taras Schewtschenkos Gedicht Das Vermächtnis, in dem er sein Leiden und die Verbannung und seine Sehnsucht nach der Heimat zusammenfasst. Also wenn ich sterbe, so bestattet mich auf eine Skurhanszinne mitten in der breiten Steppe der geliebten Ukraine. Er sollte seine Heimat nicht wiedersehen. Wieso haben Sie sein Gedicht an den Anfang des Buches gestellt? Ich habe wirklich lange überlegt, und wir haben ja anfangs darüber gesprochen, was für eine Art Buch das ist. Also es ist kein Buch, was ausschließlich den aktuellen Krieg beschreibt, sondern wirklich versucht, ein ganzes Land zu erklären, also Ukraine verstehen. Und ich habe mehrmals beispielsweise Sergei Schadan getroffen, zuletzt jetzt bei der Frankfurter Buchmesse. Ein wirklich ausgezeichneter zeitgenössischer Literat, der mit seinen Gedichten, mit seinen Romanen, es, glaube ich, zu Recht zu sehr viel Ruhm in der Ukraine und vielleicht sogar noch mehr international bekommen hat. Trotz dessen glaube ich, dass ein Dichter wie Taras Schewtschenko, von dem man fast in jedem Ort in der Ukraine ein Denkmal sehen kann, immer noch eine historisch größere Bedeutung hat für diese Nation. Also als ich recherchiert habe für das Buch und die Geschichte dieses Mannes verfolgt habe, da wurde mir fast, also dieser Mut, den ich anfangs beschrieben habe, der hat, glaube ich, seine Ursprünge auch in dieser Zeit, als Taras Schewtschenko gelebt hat. Man muss halt verstehen, das war jemand, als die Ukraine zum Zarenreich gehörte, der in der Ukraine geboren wurde, in seiner Kindheit Ukrainisch sprach. Und der dann nach Sankt Petersburg umgezogen ist. Und dort hat er als Maler, aber auch als Dichter und Literat dann seine Ursprungssprache gerne verwendet und ist dann beim Zaren in Ungnade gefallen. Und man hat befürchtet, denn wenn einer wie er, der sehr beliebt war, seine Texte waren sehr angesehen, wenn der das weitermacht, dann könnten die Ukrainerinnen und Ukrainer ja auf die Idee kommen, dass sie ein eigenes Volk sind, dass sie bestimmte eigene Anrechte auf eine eigene Geschichte haben, eine eigene Definition, dass der Dnepr, dieser riesige Fluss, eine Bedeutung hat für die Ukraine, die Landschaften, diese Steppenlandschaften. Also man hat ihn dann aus Angst davor weggesperrt, wie es ganz oft in der Geschichte war. Er ist ins Lager gekommen, war dort eingesperrt und er durfte eigentlich nicht mehr publizieren. Und was hat dieser Mann gemacht? Er hat auf kleinen Zetteln in Haft, die er in seinen Stiefeln versteckt hat, weitergeschrieben. Und das, was dort entstanden ist, diese Gedichte,
sind inzwischen in der Ukraine so wichtig und beschreiben halt diesen Kampf nach Freiheit, diesen unbändigen Willen, sich nicht bevormunden zu lassen, egal was es kostet, dass, als ich das nochmal gelesen habe, gedacht habe, das ist eigentlich der beste Beginn für so ein Buch. Das Buch hat sozusagen, hat die Idee, in jedem Kapitel auch eine große ukrainische Persönlichkeit vorzustellen, weil ich glaube, man versteht Geschichte und man versteht Zusammenhänge immer dann gut, wenn man das mit den Augen von Menschen macht. Und so wie ich Michailo Ruschewski gewählt habe als einen großen Historiker der Ukraine, war es mir wichtig, Schewtschenko zu nehmen, der, glaube ich, ähnlich bedeutend ist wie in der deutschen Geschichte Goethe zum Beispiel. Später erging es eben diesem Historiker, den Sie nannten, Michailo Hrischewski, 1866, 1934 kaum besser. Er legt eine zehnbändige Geschichte des Ukrainischen Reiches vor. Noch heute ignoriert Putin die Kiewer Rus und beharrt auf seiner Geschichtsfälschung. Entsteht das ukrainische Nationalbewusstsein heute trotz oder gerade wegen des Versuchs der Russifizierung? Beides, also auf jeden Fall. Aber ich vermute, Sie werden mir da zustimmen. Es braucht ganz oft einen äußeren Feind, um die inneren Gemeinsamkeiten zu entdecken, würde ich sagen. Also wenn wir uns die Geschichte der deutschen Nation angucken, also die Kriege gegen Frankreich, die Preußen geführt hat, gegen Napoleon. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man sich auf Gemeinsamkeiten bezieht. Und das hat Putin, anders als seine Intention war, erreicht. Also er wollte die Ukraine entukrainisieren oder entnazifizieren, wie er es genannt hat. Und ich glaube, er hat ein Zusammengehörigkeitsgefühl erzeugt, eine Art der Solidarität, die, also ich habe es in meinem Leben noch nirgends erlebt. Ja, also um es mal so zu sagen, ich bin mir nicht sicher, was passieren würde, wenn ein ausländischer Akteur Deutschland angreifen würde. Ich bin nicht sicher, ob Sie dann sagen würden, okay, es ist zwar lange her, dass ich mich mal mit sowas beschäftigt habe, aber ich bin bereit, ich greife zur Waffe und ich verteidige mein Haus. Also das ist ja eine ganz existenzielle Frage. Und Putin hat mit seinem wirklich dreisten, völkerrechtswidrigen Angriff genau das erreicht. Also Menschen, die eigentlich überhaupt nicht dem Militär zugetan sind, identifizieren sich jetzt gerade als Ukrainer und Ukrainerinnen, und gehen dafür bis zum Letzten. Also sie kämpfen im wahrsten Sinne des Wortes. Die Überschrift Ihres 18. Kapitels lautet: Ein Krieg, der über die demokratische Welt entscheidet. Ist das zu hoch gegriffen? Interessante Fragen, die Sie da stellen. Tatsächlich habe ich sehr lange überlegt, ob dieses Kapitel so benannt sein soll oder ob es so hochgegriffen ist. Ich habe auch lange mit dem Lektor diskutiert. Im Übrigen möchte ich an dieser Stelle anmerken, dass bei diesem Buch ein ausgezeichneter Lektor, Herr Christoph Selzer, Dr. Christoph Selzer vom Klett-Cotta Verlag mitgearbeitet hat, aber auch zwei Historiker aus der Ukraine. Einmal Dr. Professor Sergej Stelmach aus Kiew und Professorin Gelinda Grinschenko aus Kharkiv. Das war mir wichtig, weil ich es schon, naja, in Zeiten, in denen viel über Identitätspolitik diskutiert wird, als jemand, der in Deutschland geboren ist, zumindest in Ostdeutschland, in der DDR, gerne auf diese Expertise zurückgegriffen habe. Können Sie die Frage nochmal wiederholen? Ach so, wie soll Ein das Kapitel? Krieg, der über die demokratische Welt entscheidet, ist die Überschrift Ihres 18. Kapitels. Ist das nicht ein bisschen hochgegriffen? Ja, genau. Genau, mit all diesen dreien habe ich darüber diskutiert. Zum Teil gab es unterschiedliche Meinungen. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden damit, dass es dabei geblieben ist. Weil ich die These aufstellen möchte, dass wir durch den russischen Krieg in der Ukraine in eine Zeitphase gelangt sind, die eher an das vorherige Jahrhundert erinnert. Also ich glaube, es stehen wirklich die wichtigen internationalen Institutionen, die nach dem des Zweiten Weltkrieges entstanden sind, die UN, die OSZE, die Europäische Union, all das steht auf dem Spiel. Ich glaube, es ist keine blinde Angstmacherei, wenn man davon ausgeht, dass Putin seine Ziele erreicht, die Ukraine einnimmt. Zum Sowjetischen Reich oder zum russischen Imperium zählen weitere Gebiete.
Die Republik Moldau, ein kleiner Staat, in dem auch russische Soldaten bereits sind, hat Existenzängste. Und wenn wir den Bogen etwas weiterspannen, glaube ich, dass in China ein Imperium entsteht oder entstanden ist, was aus seiner Sicht Ansprüche auf die freiheitsliebende Insel Taiwan zum Beispiel anmeldet. Und ich glaube, dass auch der Krieg in der Ukraine eine Art Testfall ist, ob die internationale Ordnung, das Völkerrecht, die UN, das ja wirklich Institutionen sind, die in der vielleicht schlimmsten Geschichte der Menschheit, die daraus entstanden sind, ob wir als Weltgemeinschaft uns darauf besinnen können oder ob Diktatoren, imperialistisch denkende Menschen das ignorieren können und das Recht des Stärkeren wieder gilt. Und deshalb würde ich sagen, ist das in der Ukraine auch ein Krieg zwischen einem autoritären Diktator auf der einen Seite, der die ganzen demokratischen Freiheiten, die es in der EU gibt, in vielen anderen Ländern der Welt gibt, dass der auf die, auf Deutsch gesagt, scheißt, es ist ihm egal, er führt trotzdem Krieg. Und auf der anderen Seite Demokratien, glaube ich, in den letzten Jahren nicht ganz klar war, dass diese Freiheiten, diese Rechte, Rechtsstaatlichkeit, dass all das verteidigt werden muss. Und das wird in der Ukraine gerade verteidigt von den Ukrainerinnen und Ukrainern. Darf ich Ihnen nochmal den Text vorlesen, den ich als Antwort auf Ihre, auf diese Frage auf dem Blog geschrieben habe? Also zu dieser gleichen, zu diesem Kapitel 18, zu der Überschrift des 18. Kapitels hat unsere Blogredaktion auf dem geschrieben, Zitat, die Europäische Union beruht unter anderem auf der Aussöhnung Frankreichs und Deutschlands nach drei furchtbaren Kriegen. Diese Nachkriegsordnung mit der Verbannung des Krieges in Europa wird von Putin in seiner radikalen Art in Frage gestellt. Das dürfen sich die Staaten in Europa, die der Europäischen Union, die des Europarates, zu der ja Russland eigentlich auch gehörte, und der politischen Europäischen Union nicht gefallen lassen. Das meint Dobert mit dieser Überschrift. Sind Sie mit dieser Interpretation auch so einverstanden? Ja, durchaus. Also wenn wir langfristig denken, dürfen wir, glaube ich, nicht vergessen, dass viele Russinnen und Russen keine Wahl hatten. Also es ist nicht so, dass eine Mehrheit in Russland dafür gestimmt hat, dass dieser Angriffskrieg geführt wird. Doch ich glaube, solange Putin oder jemand, der ähnlich imperialistisch denkt wie er, in Russland an der Macht ist, haben wir ein Problem. Also ich tue mich schwer damit, bestimmte Vergleiche zu tun, aber weil wir jetzt auf die Gründung der Europäischen Union die Europäische Gemeinschaft zu sprechen kamen, ich glaube, das wäre niemals möglich gewesen, wenn Adolf Hitler nicht verloren hätte. Wie? Sagen Sie, ich habe noch eine letzte Frage. Jetzt haben wir so viel in die Vergangenheit geguckt. Und wir gucken noch ein ganz bisschen in die Zukunft. Wie stellen Sie sich das Ausstiegsszenario der Russen vor? Ich stelle mir das so vor, dass wir im Jahr 2023 die Ukrainerinnen und Ukrainer weiter in ihrem Verteidigungskampf unterstützen, dass sie die Gebiete in Luhansk und Donetsk bis hin zu Mariupol zurückerobern und befreien und dass das Putinsche Reich einsieht, dass es einfach auf dem militärischen Weg keine Chance hat. Das ist, wenn es zu Nuklearwaffen greifen würde, sich mehr schadet als alles andere, dass das keine Option ist. Das sind für mich zwei Bedingungen, die entstehen müssen und die hoffentlich auch entstehen. Und dann vermute ich, dass es innerhalb Russlands einen Machtkampf geben wird. Also ich vermute, das ist meine These, dass Putin nicht an der Macht sein bleibt, also bleiben wird. Dass er mit der Eskalation dieses Krieges sein eigenes Schicksal besiegelt hat. Und dann kommt es, glaube ich, darauf an, und da ist die Diplomatie gefragt, dass wir mit dem, was dann in Russland passiert, eventuell entsteht dort eine Revolutionsbewegung, also eventuell fassen diese Menschen Mut, ähnlich wie übrigens in Belarus, oder aber es gibt ähnliche Hardliner wie Putin, die Strukturen des KGB übernehmen und versuchen dort ein neues Regime zu engagieren. Aber wenn Putin weg ist, ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass wir dann, ich will jetzt nicht, wir haben viel über Minsk I und Minsk II geredet,
Was ich dort richtig und wichtig fand, ist, dass es ein beherztes Auftreten von politischen Anführern anderer Staaten gab, die dann versucht haben, einen Ausweg aus der Situation zu skizzieren. Und das ist dann wichtig. Vielen Dank, Herr Dobert. Wir verabreden uns in einem Jahr und gucken, was passiert ist. Hoffen wir, Oder dass es uns. wenn eines von den Elementen, die Sie skizziert haben, eher eintreten, dann treffen wir uns eher. Sind Sie einverstanden? Okay, stimme ich Vielen zu. Dank, Herr Dobert. Ich wünsche Ihnen ein Vielen schönes Dank für die neues Jahr. Fragen. Ihnen auch, danke. Dankeschön.